So, hallihallo und jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Was heißt weiteren Folge? Wir nach langem hauen wir mal hier wieder rein und zocken mal wieder eine Runde ETS. Ich musste ja von vorne, komplett vorne anfangen, weil ich ja einen neuen PC habe, habe das Spiel gestern installiert und habe mir jetzt schon mal ein bisschen was vorgearbeitet, beziehungsweise ja, diesmal haben wir einen erstellten Account, also keinen Original-Account, weil, ja, ja moin. So, ich bin nicht alleine, der Marvin ist dabei und der Syntax ist auch dabei. So, ihr könnt mal Hallo sagen. Hallo. Moin. Moin. Moin, moin. So, natürlich reden wir über Funkgerät. Wir sind nicht im TS drin, das heißt, wir reden über Funk und fahren jetzt einfach mal den beiden hinterher. Du kannst losfahren. Ja, wo ist denn der jetzt? Ja, ich stehe vorne an der Kreuzung. An welcher? Rechts, links? Ja, wo steht ein Auto? Rechts lang. Ja, also wie gesagt, nach langer Zeit ETS 2 hier bei uns auf unserem Kanal. Jo. Lange ist es her. Ich muss mir das mal wieder reingewöhnen. Ich muss auch noch mein Lenkrad einstellen. Ich spiele gerade mit Tastatur, weil das Lenkrad nicht will. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht wisst ihr es ja. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und zwar habe ich das Problem, dass wenn ich nach rechts bzw. nach links lenke, gibt der LKW automatisch Gas. Und wenn ihr irgendwie wisst, wie ich das umstellen kann, dann könnt ihr es gerne mal hier unter diesem Video in die Kommentare schreiben. Würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Natürlich freuen wir uns auch auf jeden Like. Also lasst gerne auch ein Like da und abonniert unseren Kanal kostenlos. Solltet ihr Interesse haben, mal mitzuspielen hier bei ETS 2, dann könnt ihr das gerne tun. Wir werden auch mal einen Livestream machen, wo wir dann hier so ein Community Stream machen, wo dann jeder mitmachen kann und mitfahren kann, gar keine Frage, habe ich mir jetzt vorgenommen. Wir werden auch, wenn ihr wollt, öfters ETS 2 spielen. Ich habe auch ein paar DLCs da drinne mir gestern gegönnt, gekauft. Ja, was ich jetzt natürlich dann noch irgendwann machen muss. Falschfahrer, die ganze Zeit reinfahren. Ist, kommt es so, dass ich noch einen anderen LKW kaufe, also einen Scania, ne? Weil das ist ja ein Mercedes und Mercedes ist halt nicht so mein Fall, aber erstmal habe ich mir den gegönnt, weil ja, erstmal sollte es auch erstmal tun. Bist du jetzt hinter uns oder nicht? Ja. So. Machen wir Durchschnittsgeschwindigkeit 60 oder? Ich würde sagen 70. Okay, Tempomat machen wir 70 rein. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wie gesagt, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Muss mir erstmal wieder dran gewöhnen an die Steuerung und alles Mögliche hier, wie das hier so abläuft bei ETS. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal ETS gestreamt haben.
Das ist verdammt, verdammt nochmal lange her. Und, wir fahren jetzt einmal rechts. Das ist blöd, ist halt mit Tastatur zu spielen. Das ist halt der reinste Dreck, ne? Muss wie gesagt umgestellt werden. Ich habe schon heute alles durch, also wenn ihr da irgendwelche Informationen für mich habt, dann auf jeden Fall bekannt geben. Und wie gesagt, wir werden gucken, wann wir einen Stream machen. Dann können wir einen Gemeinschaftsstream machen, wo jeder mitmachen kann. Gar keine Frage. Oh, da ist aber einer eilig da. Fährst du denn im Urlaub oder was? Nee, ich muss den Wohnwagen mit nach Bremen nehmen, den kauft bei jemand. Wollen wir schneller fahren? Könnte man eigentlich. Gut, dann 110 glaube ich schaffen die, oder? Oder 90, muss man ausprobieren, wie viel er schafft, und dann sagst du mir mal, ich fahr mal schnell tanken. Auf jeden Fall so schnell. Wir können weiterfahren, Falk, ihr müsst nicht mit raus, wir können weiterfahren. Okay. Na Marvin, wo bist du? So, also, wie gesagt, ETS 2 hier bei uns, hier auf meinem Kanal, meine lieben Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos und Livestreams hier verpasst. Und solltet ihr, wie gesagt, Interesse haben und sagt, Mensch, Skinner, wie sieht's aus, können wir mal mitfahren, ist das gar kein Problem. Sobald ich mache eine Stream-Ankündigung und dann könnt ihr hier im Multiplayer dabei sein, meine lieben Freunde. Dann könnt ihr hier dabei sein. Jan, hörst du uns noch? Er hört uns nicht mehr. Ja, bei mir ist es jetzt so, meine Fracht muss ja nicht nach Bremen. Wir fahren jetzt nach Bremen und dann später fahren wir von da aus nach Hannover rüber und bringen die Fracht natürlich weg. Ich weiß jetzt nicht, hat jetzt irgendeiner von euch eine Fracht, die da hin muss? Nee, ich fahre so mit meinem Auflieger mit. Wieso fahren wir dann nach Bremen? Achso, wegen seinem Wohnwagen. Du weißt, wo es lang geht, ne? Nee, nicht wirklich. Ich hoffe ja nur geradeaus. Ah. Ja, ich dachte, wenn Bescheid. Marvin, hallo, hallo. Ja, moin, wir hören dich wieder.
Hallo? Moin moin. Wo seid denn ihr? Ich hab keinen Sichtkontakt. Ja, alles klar. Jan? Yep. Also wir fahren konstante 110. Ich auch. Schneller läuft der Skoda leider auf dem Server nicht. Also laut meinem Navi stimmt das sogar, wie wir fahren, aber... Leute, wir sind ja sogar in Hannover jetzt. Dann können wir ja meine Fracht eben abgeben. Marvin! Dankeschön, Marvin. Du hast mich mit deinem Auflieger jetzt mit dem Auto zwischen die Leitplanke eingezwickt. Ich bin normal gefahren. Ja, und ich bin dann so mit dem Auto so auf der zweiten Spur gefahren und du hast drüber gezogen. So. Einmal Auftrag bestätigen. Gehen wir auf die 2. Also Falco Marvin, ich gebe jetzt meinen Wohnwagen hier ab und dann ist für mich hier in Hannover Feierabend. Ich habe heute keinen Auftrag mehr. Schöne Tour euch heute noch. Jo, alles klar, bis dann. Ich muss erst mal gucken, ich muss ja erst mal die Fracht abgeben, ne?
Ja, man sieht es natürlich hier, ne? Ich habe mich natürlich jetzt hochgelevelt, damit wir ein bisschen besseren Vorsprung haben, weil wir ja vorher schon, als wir damals gespielt haben, schon sehr hoch waren. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir auch so weiter. Ich glaube, damals war ich sogar noch höher als 1800. Gut, gucken wir nochmal nach, ob wir noch was finden hier. Das sind so Aufträge. Dann müssen wir hier gucken. Dass wir hier vielleicht was kriegen. Also ich hätte was von Hannover nach Hamburg. Hannover-Bremen und Hannover-Osnabrück. Bist du noch da? Kann auch sein, dass... Kann auch sein, dass er ausgemacht hat. Hallo. Hallo. Hast du was oder nicht? Ja, ich hab was. Von wo nach wo? Also ich hab was nach Schweden. Ah, ist scheiße, ist zu weit. Ja, dann suchst du was aus und ich fahr dir hinterher. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir das in der nächsten Folge, weil wir sind schon fast dran. Das lohnt sich fast gar nicht. Also würde ich sagen, meine lieben Freunde, würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht, hier eine Kurzstrecke einmal mit anzuschauen. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Ideen habt und wenn ihr weiterhin Videos und Livestreams von ETS sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall bei uns in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen und sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.